Ein Roboter, das ist eine Verbindung aus Elektronik, Mechanik und Informatik. Vor allem wenn es um schwere Arbeiten geht, kommt der Industrieroboter zum Einsatz. Er ist ein Werkzeug des Menschen. Das Äußere spielt hierbei keine Rolle. Aber auch außerhalb der Fabrik findet man Roboter, zum Beispiel in sozialen Bereichen. Doch spätestens hier wird das Aussehen wichtig. Empathie und Sensibilität stehen im Vordergrund. Der Roboter soll freundlich und sympathisch auf die Menschen wirken. Sogenannte Emotionsroboter sollen Gefühle und Bedürfnisse verstehen können. Dabei hilft es sehr, wenn sie den Menschen auch ähnlich sehen. Doch genau hier sehen manche Menschen die Gefahren. Wenn die Roboter schlau genug sind, sich selbst zu programmieren, hat der Mensch keinerlei Einfluss mehr auf die künstliche Intelligenz. Ein Roboter hat es sogar geschafft, seinen eigenen Entwickler in einem Computerspiel zu schlagen. Dabei hatte er keine Hilfe und hat nur mit seiner eigenen Intelligenz das Spiel erlernt und gemeistert. Einst galt das menschliche Gehirn als leistungsfähigstes Instrument. Nun stellt sich die Frage, ob es wirklich noch so ist.